Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 306. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir wissen dürfen, dass du alles weißt. Du kennst die Zukunft, du kennst unsere Herzen, du weißt viel mehr als wir. Und du lädst uns ein, dass wir unser Leben in deiner Hand legen, damit du es so führen kannst, dass wir am Ende sagen können, genau so wollten wir eigentlich unser Leben gelebt haben. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du heute durch dein Wort zu uns sprichst. Durch deinen Heiligen Geist, dass er unsere Herzen erfüllt. Das bitten wir im Namen Jesu, der für uns eintritt. Amen. Wir sind in 1. Samuel, Kapitel 2, im Lied der Hannah, die Gott dafür lobt und preist, dass er so gut ist, so viel Kraft hat und ihr Gebet erhört hat. In Vers 10 heißt es. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Was für ein interessanter Vers. Vor allem deshalb, weil es ja zu dieser Zeit noch gar keinen König gab, sondern nur Richter, wie zum Beispiel Eli jetzt. Aber hier sehen wir, wie Gottes Geist durch diese Hannah wirkt und die bereits prophetisch von dem Messias, dem Gesalbten spricht, der einmal als König Macht haben würde. Was sich zunächst einmal natürlich im begrenzten Maße auf die Könige Israels, auf David zum Beispiel bezieht, aber dann eigentlich in der letztendlichen Erfüllung auf unseren Erlöser Jesus Christus, den Messias schlechthin. Den Gesalbten, den König aller Könige. Sein Horn, seine Macht ist sehr erhöht, denn bei ihm ist alle Macht und Gewalt im Himmel gegeben und auf Erden. Und Elkanah ging hin nach Rama zu seinem Haus. Der Knabe aber diente dem Herrn vor Eli, dem Priester. Aber die Söhne Elis waren Söhne Belials. Sie kannten den Herrn nicht. Wir haben das letzte Mal davon gesprochen, dass Hanna sagt, dass sie keine Tochter Belials ist. Aber die Söhne Elis selbst waren von schlimmem Charakter. Und die Priester verfuhren so mit dem Volk. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, so kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand. Und er stieß damit in den Topf oder Kessel in die Pfanne oder Schüssel. Alles, was er mit der Gabel rauszog, das nahm der Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Silo kamen. Ebenso kam der Diener des Priesters, ehe man das Fett in Rauch aufgehen ließ, und sprach zu dem der Opferte, gib das Fleisch her damit man es für den Priester braten kann denn er will nicht gekochtes sondern rohes Fleisch von dir nehmen wenn dann der betreffende dann zu ihm sagte man soll doch zuerst das fett in rauch aufgehen lassen dann nimm was dein herz begehrt so sprach er zu ihm du sollst es mir jetzt geben wenn nicht so werde ich es mit gewalt nehmen so war die sünde der jungen männer sehr groß vor dem herrn denn die leute verachteten die opfergabe des herrn die Opfer sollten den Erlösungsplan illustrieren. Und hier waren Menschen, die eigentlich beauftragt waren als Priester am Heiligtum, in besondere Weise den Erlösungsplan noch zu verdeutlichen, zu erklären, aber die im Gegensatz dazu, durch ihr Verhalten dazu geführt haben, dass aufrichtige Menschen dazu gebracht wurden, den Heiligtumsdienst zu verachten. Wehe uns, wenn wir durch unser sündiges Verhalten und eigennütziges Tun dazu führen, dass andere Menschen das Evangelium und das Christentum und den Glauben an Jesus verachten. Samuel aber diente vor dem Herrn, und der Knabe war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Es ist interessant, dass der kleine Samuel in einer so schlechten Umgebung äh, weite Teile seiner Kindheit und Jugend verbracht hat. Und dass seine Mutter so sehr zu diesem Eid stand, den sie geschworen hatte, dass sie trotz dieser Umstände ihr Kind trotzdem dort zum Haltung brachte, darauf vertrauend, dass Gott dieses Kind auch in schlimmsten Umständen bewahren könnte. Interessanterweise, möglicherweise auch eine äh, deutliche Typologie auf unseren Erlöser Jesus, der in einem sprichwörtlich bösen Ort in Nazareth von Kindheit an aufgewachsen ist. Samuel aber diente vor dem Herrn und der Knabe war mit einem leinen Ephod umgürtet. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Was war das für eine Freude, wenn sie jedes Jahr ihren Samuel sehen konnte. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sprach, der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Gegebenen, den sie dem Herrn übergeben hat. Und sie kehrten nach Hause zurück und der Herr suchte Hannah heim und sie wurde schwanger und sie gebar noch drei Söhne und zwei Töchter. Der Knabe Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Gott ist in der Lage, uns weit mehr zu geben, als wir uns bitten und erträumen können. Er erfüllt nicht nur unsere Bitten, unser, unser Becher, unser Kelch darf überfließen. Gott hat mehr Gnade und mehr Freude von uns, als wir in diesem Leben überhaupt aufsaugen können. Eli war sehr alt, und er hörte alles, was seine Söhne an ganz Israel taten, und was sie, dass sie bei den Frauen lagen, die vor dem Eingang der Stiftshütte den Dienst verrichteten. Sehr schlimme und greuliche Sünden, die diese Männer hier verübt haben. Und er sprach zu ihnen: Warum tut ihr dies? Denn ich höre von dem ganzen Volk euer böses Handeln. Nicht doch, meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr bringt das Volk des Herrn dazu, dass es Sünde begeht. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so wird Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird für ihn Fürsprecher sein? Aber sie hört nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr hatte beschlossen, sie zu töten. Eli hat zwar immer wieder wohl auf sie eingeredet, aber er hat keine Konsequenzen gezogen. Wir sehen an der Geschichte von Eli und seinen Söhnen, dass eine inkonsequente Erziehung, die keine, keine Regeln und keine Konsequenzen kennt, zu ganz katastrophalen, dramatischen, schlimmen Ergebnissen führt. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und an Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Ihr könnt in Lukas 2 ein Vers finden, oder zwei Verse sogar, die ganz ähnlich von unserem Herrn Jesus sprechen, wie er als kleines Kind aufgewachsen ist. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm: So spricht der Herr, habe ich mich nicht dem Haus deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie noch beim Haus des Pharao in Ägypten waren? Ja, ihn habe ich mir dort vor allen Stämmen Israels zum Priester erwählt, damit er auf meinem Altar Opfer Räucherwerk anzünde. Und das efort vor mir trage. Und ich habe dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Kinder Israel gegeben. Gott sagt, ihr kennt doch den Plan der Erlösung sehr deutlich. Ich habe das nicht irgendwie vage gemacht. Kein anderes Thema in der Bibel war bis dahin so deutlich erklärt worden und so minutiös aufgezeichnet worden wie der Heiligtumsdienst. Warum tretet ihr denn meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung angeordnet habe, mit Füßen? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, sodass ihr euch mästet von den Erzlingen aller Speisopfer meines Volkes Israel. Wehe uns, wenn wir Menschen und seines, unsere engsten Verwandten, unsere Kinder, mehr ehren als Gott. Das wird schlimme Konsequenzen, nicht nur für uns persönlich, sondern auch für die Verbreitung des Evangeliums, für die Gemeinden, wo immer wir sind, haben. Lasst uns heute fest vornehmen, dass wir natürlich liebevoll und, und voller voller Mitgefühl zu allen unseren anderen, anderen Menschen, insbesondere unseren Familienmitgliedern sein wollen, aber dass Gott mit seinem Wort an der allerobersten Stelle steht. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich um Vergebung bitten, wenn wir in unserem Leben das Verhalten von nahen Verwandten entschuldigt haben, obwohl wir wussten, dass es gegen dein Wort gerichtet ist. Wir möchten dich bitten, dass wir zwar liebevoll und taktvoll sind, erfüllt von deinem Heiligen Geist, aber dass wir gleichzeitig auch nicht die Sünde einfach tolerieren, sondern dass wir auch konsequent für dein Wort eintreten auf die Art und Weise, wie es richtig ist und wie wir auch Verantwortung haben für Menschen, die vielleicht auch ja unter unserer Hand sind und für die wir Verantwortung tragen. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, auch wirklich konsequent zu sein und dass wir dich an die alleroberste Stelle setzen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.